Was geht YouTube? Ich hab den Merch einfach ausverkauft nach 1-2 Stunden. Da war dann kein T-Shirt mehr da. Scheiße. Aber jetzt gibt's wieder welche. Blackmire.job. Danke Jungs an alle, die bestellt haben und auch an alle, die einfach mich gucken. Yeah. Boah, erstmal die Musik im Hintergrund leiser machen. Verstehe gar nichts. Ja. So. Du hast Lust, ja. Meinst du mich jetzt aufs RP? Mhm. Ja. Serverregeln und so hast du gelesen wahrscheinlich, ne? Ja. Gibt's bei euch quasi Tier-RP? Wahrscheinlich nicht, ne, wenn es da nicht steht. Tatsächlich haben wir das schon gehabt, dass wir Hunde. Aber so ein Pferd, so ein Gaul, nee. So ein Drecksgaul? Leider nicht. Nee. Zumindest ist bis jetzt nicht. Also. Muss ich wohl schauen, wo ich den Drecksgaul sonst herkriege, ne? Woanders. Ja, okay. Ja, dann geht's hier schon mal richtig geil los, ne? Ja, schön, schön das Auto kurz schließen. Schön den Strom, den nehmen und dann kurz schließen. Ja, das ist ein richtiger Sportwagen, in dem ich hier sitze. Das ist ein Sportwagen, ja. Ja, das ist ein Sportwagen. Ja. Direkt zum Tuner gehen mit dem geklauten Auto. Und da geht schon die Post ab. Leck mich am Arsch, noch nie war das so einfach. Meister. Jo. Tun Sie auch Sportwagen? Ja, natürlich tue ich auch Sportwagen. Herr Meister, wo tummeln sich die Leute hier? Ich will jetzt, bisschen unter die Leute kommen und wollte jetzt nicht hier so rumfahren, die ganze Zeit wie so ein Sportwagen. Ich habe keine Ahnung, wo die mal rumfahren, aber es wäre auch ganz cool von dir, wenn du nicht jedes Mal wie so ein Berserker hier reinballerst. Ja, mach ich, alles klar, merke ich mir, aber ich meine so in general. Ich hab echt keine Ahnung. Da willst du mich verarschen oder was? Du, ich habe keine Ahnung. Du musst merken, ich fahre hier einen Sportwagen. Wenn ich zum Mechaniker will, dann fahre ich hier rein, wann ich will. Und da hast du dann nichts. Dann hast du mir nichts zu sagen, dass ich dir. Dann sag ich dir, fahr noch einmal so bescheuert hier rein. Und dann? Und du triffst mich anders. Ja, werde ich dann sehen. Ich fahre mit meinem Sportwagen so rein, wie ich möchte, ist Alter. Ist mir scheißegal, dein Sportwagen ist ein Dreck wert. Verpiss dich. Ich fahr Sportwagen, halt die Schnauze und halt die Fresse. Interessiert mich, hau ab. Die Schnauze, du scheiß Spassi. Drei. Schnauze, verpiss dich. Habt ihr gehört, wer in Real Life die das auf Lippe beißen RP gemacht hat? Schnauze, man verpiss dich! Das war echt nicht schlecht, Bro. Geil. Ja, einfach geil wie ein Sportwagen, was soll ich sagen? Vielleicht bei der Feuerwehr hier wie ein Sportwagen? Oh, Alter, ist mein ganzer PC scheiße hier ab wie ein Sportwagen. Junge, man sieht auch nichts. Was ist das hier für eine Flashbang? Soll ich diesen Sportwagen hier klauen von dem anderen? Geil. Sportwagen in den Chat einmal. Hashtag Sportwagen in die Kommentare, Jungs. Keiner hier auch. Geil. Oh, Sportwagen. Boah, mein Sportwagen färbt die komplette Straße rot, Bruder. Wenn ich komme, heißt es tot. Ey. Was zum Teufel ist hier los? Gute Frage. Nee. Nächste Frage. Ey, ich fahre hier mit meinem Sportwagen lang. Und Sie, Vollidiot, blockieren die ganze Straße. Das war lebensgefährlich. Machen Sie mal eine Warnschlangenschränke oder so. Hilf dich mal gerade. Das ist nicht Ihre. Sind Sie sich da sicher? Ja, ich bin jetzt weg. Und verpissen sich von meinem Sportwagen. Der Wagen ist geklaut. Das ist meiner, ja. Als ob, wie viel Pech kann man haben? Ja, würden Sie gerne einmal aussteigen, bitte? Wieso das? Ich klaue den einfach gerade nochmal. Versuchen Sie gerade allen Ernstes, die Karre kurz zu schließen? Nein, ich suche gerade meine Papiere. Er hat mich nach meinen Papieren gefragt. Kommt dir der Wagen bekannt vor, Micha? Leo? Wüsste ich auch gerne. Vor allen Dingen wüsste ich, wo der meine Karre geklaut hat. Ich fahre einen Sportwagen aus dem Weg. Nein, scheiße. Mein Freund, du steckst jetzt aus der Karre aus, sonst passiert hier noch ein ganz, ganz böses Unglück. Du hältst hier eine Schnauze, du kleines Stück Feuerwehrmann, scheiße. Sicher? Willst du es drauf anlegen? Lassen Sie mich erstmal hier mit dem Officer reden und gehen Sie erstmal nach hinten. Dann gehen Sie weg von meinem Sportwagen. Wenn es Ihr Sportwagen ist, haben Sie aber bestimmt Papiere dafür. Ja, lassen Sie mich die kurz rausholen. Ich stehe schon bereit. Du weißt schon, dass ich den Killswitch hab, ne? Sportwagen. Sportwagen, genau. So, jetzt reicht's mir aber. Könnt ihr den Affen mal aus der Karre rausziehen? Jo, moin, Benny, du hast du gerade offen? Ja. Kann man bei dir sein Auto tunen? Ja. Hast du Spaß denn auch gerade Zeit? Ja. Alles klar, du Spaß. Bis gleich. Gleich. Den juckt das gar nicht, hat er das nicht gehört? Komm mal, Benny, ich kann nicht helfen. Ja, ich schaff's wahrscheinlich doch nicht. Du Spaß, ja, bist ja sowieso. Du Spasti, hast ja wahrscheinlich eh was Besseres zu tun und wählst dir wieder den ganzen Tag an der Palme rum oder sowas. Spasti. Wer bist du? Halt die Schnauze. Wer bist du? Schnauze halten. Wer bist du, hab ich gefragt. Dieser Typ. Das ist gerade nicht passiert. Niemals im Handy sein, Jungs. Beim Autofahren. Hallo, der Herr, hören Sie mich? Ja. Setzen Sie sich mal ganz ruhig hin. Ich glaube, ich wurde angefahren. Wissen Sie, von welchem Fahrzeug? Ich habe keine Ahnung mehr.
Okay, dann ganz kurz, wären wir noch benötigt? Ich denke soweit nicht oder so. Eins ist nur, wenn der Herr nicht weiß, wie er hierher gekommen ist auf dem Highway und wie kommt er gleich hier weg? Ja, das wäre nett, wenn mich jemand mitnimmt. Ja, wir können sie uns auch mitnehmen, ein Stück. Ich würde sonst auch bei den Medics mitfahren. Ja, dann nehmen wir zum Würfelpark in Mitte und dann können wir da rauslassen. Ja, Sie dürfen da bei mir einsteigen. Oh, das ist aber nett. Und wann machen Sie Feierabend? Leider ist noch kein Feierabend in Sicht. Wann haben Sie Feierabend, wie jemand, der Feierabend hat? Das wird sich noch zeigen. Wissen Sie, wo die ganzen Leute sich hier tummeln? Ich suche hier Club nach Club ab, ich finde hier niemanden. Ich kann Ihnen einen Tipp geben, dass Sie mal auf Twitter schreiben, wo die Leute sind. Vielleicht antwortet Ihnen da jemand. Haben Sie ein Treffen bei Interesse, MD zu machen? Ja, mal zugucken, wie das bei Ihnen so abläuft. So, vor allem bei Ihnen. Sie scheinen echt irgendwie interessant, nett zu sein. Würde ich da gerne mal reinschnuppern in das, was Sie da machen. Sie können zum Beispiel morgen oder so zu uns kommen ins MD und dann können wir gerne gucken. Jetzt geht's nicht wie ein Schwanzkeks, oder? Ja, jetzt ist gerade schwer, weil gerade ziemlich viel zu tun ist. Ja, deswegen, da wollte ich ja mitkommen, mal vorbeischnuppern, was da so geht. Aber Sie können gerne morgen vorbeikommen und dann können wir das Ganze in Ruhe angucken. Ich wollte das heute gerne einmal angucken, ja. Das können wir leider nicht machen, tut mir leid. Oh, da haben wir ein Problem leider, ein kleines, weil... Ich wollte das heute gerne einmal gucken. Ja, ja. Ja, das kann ich leider nicht machen. Tut mir leid. Komm schon. Sie haben doch jetzt noch bestimmt ein bisschen Zeit hier, das ein bisschen alles zu zeigen. Nein. Komm, ich bleib einfach drin. Ich sag nichts. Ich guck mir das einfach mal an. Das können wir nicht machen. Sonst können Sie mich echt am Arsch lenken. Ich bin die ganze Zeit alleine, ey. Wie ein Fels in der Brandung hier alleine. Muss alles gegen alles ankämpfen hier wie der letzte Keks, ne? Ja. Ja, das verstehe ich ja, aber... Ich will ja einfach nicht alleine hier rumgurken. Wo ist das Problem hier? Steigen Sie mal bitte aus, ey. Hä, ist doch kein Problem. Steigen Sie aus, ey. Raus aus dem NEF, ey. Sonst vergesse ich mich, ey. Steigen Sie jetzt aus, ey. Ich kann nicht. Steigen Sie aus, ey. Geht nicht. Steigen Sie sofort aus dem NEF aus, ey. So. Und was ist jetzt hier los? Was hat die gemacht? Was ist denn nur falsch mit dir, Alter? Hä? So, einer bitte mir jetzt mal erklären, was jetzt hier los ist. Jetzt mal for real, was passiert? Das ist der Clown, der vorhin sowohl auf dem Highway meine Karre geklaut hat, ach, auf dem Highway mehrfach versucht hat, die kurz zu schließen, uns in eine RTW gerauscht ist und uns behindert hat bei unserer Arbeit. Trotz mehrfacher Ermahnung sich jedes Mal wieder setzt hat uns gegenüber, wie auch dem PD. Und alles Weitere müsst ihr Ihnen noch leider erzählen. Der Herr, was hatten Sie jetzt zuvor? Ja, nichts. Ich wollte einfach nur mitkommen beim Medic-Alltag und dann meinte sie, nee. Keine Antwort. Ich meine, um ihn rum stehen jetzt gerade 1000 Mann, die... Ihnen entspannt gerade am Zuhören sind. Apropos, Herr Baker hat dazu auch noch was zu sagen. Ich war, wie gesagt, Baker. Er hat mir gerade eben im MPD auch schon gesagt, dass der Kerl bei ihm in der Garage schon aufgemuckt hat. Der Herr, wollen Sie mit uns reden? Wir können Sie auch gleich mitnehmen. Ja, Doch, wie gesagt, was haben Sie dazu zu sagen? Ich gebe zu, ich habe ein bisschen penetrant gefragt, aber ich dachte mir so, was soll ich hier sonst machen alleine? Und dann auf einmal kamen alle und haben so getan, als hätte ich irgendjemanden umgebracht oder sowas. Okay, nein. Definition. Wie? Definition? Eine Definition von Nein ist eine klare Verneinung, heißt, es findet nicht statt. Ja, am Ende wollte ich ja dann abhauen und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf. Aber dann auf einmal, der Typ hier kam und meint, ey, ich weiß nicht, muss ich sofort jeden festnehmen? Ich weiß nicht, sind Sie irgendwie hier der Superfeuerwehrmann, der jeden festnimmt oder was ist Ihre Mission? Sie reden gerade mit mir im Übrigen. Ja, ich weiß, aber es ging gerade um den Typen rechts. Ja, es geht jetzt aber gerade um unser Gespräch hier. Weil dann müssen ich kann Sie jetzt nämlich gar nicht ab, wenn ich jetzt hier einen Panikbutton bekomme, weil sich eine Kollegin belästigt fühlt. Panikbutton? Und da habe ich auch kein Verständnis gerade für. Ja, dann ist sie aber wirklich, dann solltet ihr nochmal drüber sprechen, wo man den Panikbutton einlöst. Wenn sich eine Kollegin dazu in der Lage fühlt, den Panikbutton gerade zu drücken, beziehungsweise gerade. Nee, das ist Schwachsinn. Das ist Panikbutton. Ja, nee, das ist kein Schwachsinn. Du, es gibt Kollegen. Die haben vielleicht schlechte Momente im Leben gehabt. Aber das ist doch, was ist da jetzt die Straftat? Fangen wir mal mit dem Diebstahl von dem Fahrzeug an. Welchem Diebstahl von welchem Fahrzeug? Ja, da war ich da schon im Knast. Dafür wurde er schon. Nehmen Sie mal das Persönliche daraus. Sie sind hier quasi schon förmlich am Ausflippen. Stellen Sie sich nicht so an. Mein Gott. Das ist ja nichts Persönliches. Jetzt mit der Frau, ja, ist cool. Panic-Button, das ist peinlich. Nee, ganz ehrlich. Das ist wirklich für die ganzen Notfälle, die jetzt gerade wirklich anstehen, ist das wirklich... Und ihr steht hier in so einer Mannschaft, guckt alle zu. Nee, das ist Quatsch. Das ist peinlich. Ich habe Ihnen gerade probiert zu erklären, dass diese Dame eventuell mal vielleicht in der Vergangenheit mal vielleicht irgendwie... Ist das mein Problem? Ja.
Ach so, der Herr. Ich habe auch noch was loszuwerden. Das nächste Mal, wir sind doch so freundliche und nehmen Sie mit. Und wenn Sie das nächste Mal nicht aussteige oder das tue, was Sie, dann kann ich auch anders. So. Nö, was ist das denn jetzt für ein Typ? Ey, JP, ich habe eine Frage. Ich komme mal zu dir. Oh, Entschuldigung, da war eine Fliege. Entschuldigung. Oh, Scheiße. Entschuldigung. War keine Absicht. Ich werde dir geschlagen. Entschuldigung. Ja, wie stellen Sie sich jetzt bitte da hinten. Ich will eine Anzeige erstatten. Das ist erstmal nebensächlich. Sie stellen sich erstmal da hinten hin. Ihr habt mich geschlagen, ich will eine Anzeige erstatten. Sie stellen sich da hinten hin. Der wird bevorzugt. Ich bin der Handschellen hier, der schlägt mich zweimal auf die Fresse. Sie stellen sich da hinten hin. Sonst werden Sie bevorzugen. Schlechter Polizist, ey. So, entweder bleiben Sie jetzt hier ruhig stehen, sonst behandle ich Sie nicht. Du bist nicht mal ein Polizist, du hast mir gar nichts zu sagen, du Vogel. Haben Sie gerade zu mir Vogel gesagt, ey? Was ist hier verdammtes Scheißproblem, ey? Das. Der bevorzugt wird. Und der schlägt mich jetzt. Was ist hier scheiß Probleme? Der Typ haut mir zweimal auf der Schnauze. Sag mal, der kann froh sein, dass ich in Handschellen bin. Der kann zufrieden sein. Beziehungsweise die Leute können zufrieden sein, dass hier gerade so viele Cops. Willst du mich verarschen? Der hat mir gerade auf die Fresse gehauen. Wie wär's denn, wenn sie jetzt einfach mal erstmal irgendwie. So, somit haben sie. Ja, was habe ich jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, somit haben sie den Bogen jetzt in YouTube überspannt. So, sind vorläufig festgenommen. Alles, was sie sagen kann, wofür? Gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollte kein Anwalt erreichbar sein. Ja, aber jetzt, wo ist der Grund? Ich kann Ihnen gerne den Grund nennen. Ja. Das hat er natürlich verdient, zu wissen, warum er mitgenommen wird. Genau, der Typ hat mir, wie gesagt, immer noch zweimal auf die Fresse gehauen. Wenn sie sich respektlos gegenüber Kollegen behandeln. Also, ich verstehe immer noch nicht. Also mehrfache Beleidigung. Dafür kommt man ins Gefängnis. Der Typ hat mir zweimal auf die Fresse gehauen. Warum kommt der nicht ins Gefängnis? Wenn sie jetzt die Handschellen losbekommen, ist die erste Aktion, die sie machen werden. Entweder mir eine reinhauen oder dem Typen, der ihn eine reinhauen hat. Nein, wie kommen sie darauf? Was ist das für ein Unterschied? Ich habe heute nicht eine Person geschlagen und sie sagen das einfach. Ja, gut, vielleicht mehrere Male. Ja, aber sie können ja nicht davon ausgehen, dass er es tun wird, obwohl er es noch nicht gemacht hat. Wenn er es mehrere Male angedroht hat. Ich habe das nicht einmal heute angedroht. Warte mal, ich zitiere. Ich zitiere. Ja, sie kriegen es heute nicht mehr mit, wa? Also sie haben sich jetzt irgendwas aus dem Arsch gezogen. Nö, ich zieh mir nichts aus dem Arsch. Selbst ihr Kollege sagt irgendwie, dass das, was sie sagen, irgendwie voll der Schwachsinn ist und sie sind irgendwie immer noch... Achso, also kriegen sie nicht mit, oder? Vielleicht, weil ihre momentane Lage in diesem Fahrzeug war, neben einer Kollegin, die einen Panic-Button ausgelöst hat, das alles bedeuten könnte. Wenn hier 20 Medics umherstehen und sie da mit der... Sie kriegen ja nicht mal einen vernünftigen Satz geformt, ohne 10-mal zu stoppen, weil sie sich irgendwas aus dem Arsch ziehen. Jetzt hören Sie mir mal zu, der Typ hat mir gerade zweimal auf die Fresse gehauen. Ich zieh mir keine schlechte Rechtfertigung in den Arsch. In den Arsch ziehen. Ich probiere Ihnen gerade nochmal klarzumachen, was auf Sie zukommt. Packen Sie den Kollegen ein, ab in den Feuerraum. Da wird die ganze Sache geklärt. Einmal in Feuerraum. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße, aber irgendwer muss das doch machen. Irgendeiner muss da was in den Arsch ziehen. Ja. Weil nicht mitkriegt, dass den Einlappenfeuer rum. Warte ich jetzt hier wirklich nochmal in diesem Scheißraum? Vor diesem Scheißspiegel? Das werde ich nicht tun. Ich plane die Flucht. Ich bin weg hier. Vielleicht bin ich gebannt, wer mich immer beobachtet. Aber vielleicht auch nicht. Ja. Jawollo. Jetzt muss es aber schnell gehen. Slices. Der war auch ein Arsch. Scheiße. Ich hab's verkackt. Gleckmeier.job, Jungs. Jetzt mit neuem Slices-Design. Auch abchecken. Slices. Jetzt abchecken, Jungs. Neues Design ist da. Slices. Wo willst du hin, bra? Slices. Oh, geil, Slice. Slices. Neues Design. Abchecken, Jungs. Ab jetzt verfügbar. Gleckmeier.job. Das war auch noch genau der Typ, der mir auf die Fresse gehauen hat einmal. Und dann dieser Spasti-Cop mit den Sachen in den Arsch ziehen. Geil, Jungs. Gleckmeier.job. Ja, ja. Dann einmal in der Einzelhaftzelle mit ihm. Sex mit voll alten Menschen. Nein. Geil. Spasti, ey.